Herzlich willkommen. Koba spielt für an Insider The Legend of Zelda Triforce Heroes. Es erscheint am 23. Oktober und wir gehen direkt ins Spiel. Wir starten als ein kleiner Link. Wir können maximal mit 3 Links hier unterwegs sein. Wir haben ganz normal wie bei The Legend of Zelda Link Between Worlds die Fähigkeiten. Und genauso ist das Spiel auch aufgebaut. Das Spiel orientiert sich sehr stark an der 3D-Grafik und insofern ist es auch sehr empfehlenswert, die anzuschalten. Wenn wir hier in Textilia angekommen sind, das Ganze geht ein bisschen um Mode, um Klamotten, wir haben hier auch ein anderes Kostüm. Und der erste Laden, in den wir hier reinschauen, da können wir eine Schatztruhe pro Tag öffnen und können so eben Materialien bekommen. Was machen wir mit Materialien? Diese Materialien, die setzen wir hier oben in Kombination mit Rubinen ein und so bekommen wir eben neue Klamotten. Die können wir auch anprobieren. Hier sind wir eben bei dieser Madame Couture, alles ist auch sehr französisch angehaucht, ihr hört seine Musik und ja, hier können wir eben die ganzen Klamotten kaufen. Ich habe jetzt hier, wenn wir Kollektion anschauen, das Kokiri Gewand. Ja, jetzt möchte ich ja mal nichts weiter. Weiter geht's bei einem nächsten Laden. Rechts unten haben wir gerade gesehen den Fotoladen, das heißt, wir können auch Fotos machen. Hier können wir speichern, hier können wir Materialien kaufen bei diesem Laden und anschließend noch hier oben, das Ganze ist jetzt eben schon Textilie an sich, hier oben ist noch das Schloss, der Typ, der erklärt euch, was Freundesmünzen sind. Und hier starten wir eben ins Abenteuer, bei unserem Oberbefehlshaber, hier können wir zu dritt ins Spiel starten und hier alleine. Hier können wir noch mit anderen Links uns bekämpfen und der König, der ist hier. Und da geht es im nächsten Teil weiter.